Im Rheinau-Saal in St. Margrethe hat die SP verschiedene Politiker zur Podiumsdiskussion zum Thema Verkehrskollaps im Rheintal eingeladen. Durch den Abend geführt hat Armin Hanselmann, GPK-Mitglied von St. Margrethe und Kantonsratskandidat. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion hier im Rheinau-Saal St. Margrethe. Grundsätzliche Fakten zu der Verkehrsentwicklung sind vom Reto Friedauer, Gemeindepräsident von St. Margrethe und Präsident vom Verein Agglomeration Rheintal, gekommen. Wir reden heute über den Verkehr im Rheintal und unsere Ansätze, um die wachsenden Probleme in der Zukunft zu bewältigen. VCS-Präsident Rudi Blumer hat eine klare Nutzungstraining von Velo und Auto. Das hat eben mit dem Umdenken im Kopf zu tun. Wenn ich mir sage, ich nehme die Füße oder das Velo und nur in das Auto, wenn ich auf Material mitnehme oder nur vier Leute mitnehme, das Auto füllen, das ist auch eine gute Variante. Aber sonst doch nicht. 2 Tonnen für 80 Kilo ist einfach schlecht. Die Elektromobilität und die zugehörige Infrastruktur ist von der Laura Bucher, Kantonsrätin und Regierungsratskandidatin, angesprochen worden. Und dort könnte man ja in den ersten Schritt jetzt vielleicht auch mal schauen, dass man weniger schädliche Autos versuchen auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, auch dort gibt es ein Arbeitssystem. Die Wirtschaft könnte auch dort und auch die Gemeinden können dort noch sehr viel dafür tun, dass man zum Beispiel auch ein funktionierendes E-Tankstellennetz hätte überall und dass man, wenn man schon Parkplätze hat, dass man auch bei den Firmen den Strom tanken kann. Karin Hasler, Präsidentin von der SP Rheintal, fährt selber mit dem Velo. Sieht aber auch die Sicht der Fußgänger. Gleichzeitig wohne ich genau an so einer Veloschnellstrasse. Es hat ein kleines Brückli, wo ein Schulweg ist, wo die rasen, oder? Die rasen dort durch. Und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber irgendwann verwünscht es dort mal ein kleines Kind und dann ist es genauso schlimm wie auf einer Hauptstrasse. Zum Thema Fußgänger und Velo haben Laura Bucher und Rudi Blumer eine klare Lösung. Gibt es ein Konzept, werden die Wege getrennt oder müssen die sich den Weg in Zukunft gleich noch teilen? Es ist sicher wichtig, dass man schaut, dass die Velos besser vorankommen. Es braucht eine bessere Velo-Infrastruktur. Das ist ja jetzt Teil auf dem Agglo-Programm. Und das führt dann automatisch dazu, dass die Velos separate Spuren bekommen. Und das führt auch wieder zu mehr Sicherheit für die Fußgänger. Die Velo-Schnellverbindung ist nur für Velo. Das muss von den Fußgängern getrennt sein, sonst leidet die Sicherheit der Fußgänger. Das ist nicht gut. Also Velo-Schnellverbindung heisst zum Beispiel eine Strasse von einer Autostrasse zu einer Velostrasse umfunktionieren. Mit dem Schlusswort hat Armin Hanselmann die Verkehrsentwicklung auf den Punkt gebracht. Sei es mit dem Velo, mit dem Auto, mit dem Bus oder dem Zug, alle bewegen wir von A nach B. Die technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von der heutigen Zeit haben die Art von der Mobilität und unser Verhältnis zu den Verkehrsmitteln stark geprägt und verändert. Wer sich über die verschiedenen Verkehrskonzepte im Rheintal möchte informieren, findet auf der Webseite www.agglomeration-rheintal.org einige Angaben dazu.